Ja, hi, hier ist der Petty und ich zeige euch heute, wie man Lady in Black von Uriah Heep spielt. Viel Spaß! Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Petty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse petty@guitar-camp.de. Bis gleich! Ja, Lady in Black, euer erster Song. Wenn das euer erstes Video ist, oder beziehungsweise wenn ihr chronologisch meine Videos guckt, ne? Sonst natürlich nicht. Okay, also, da es hier meistens um E-Gitarre geht, sucht euch einen clean Sound raus. In den Einspielsachen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich meinen Verstärker aufgenommen mit einem Akustiksimulator, ne? Ja gut, das mache ich jetzt hier nicht, sonst dröhnt das hier alles zu. Ich habe einen clean Sound, den solltet ihr euch auch suchen. Genau, und was machen wir da als allererstes, bevor wir das Lied überhaupt spielen? Wir stimmen unsere Gitarre. Also Stimmgerät an und dann einmal stimmen. E, A, D, G, B und E. Gut, aber das ist ja nichts Neues für euch, habe ich euch ja alles schon mal erzählt. Weg mit dem Stimmgerät und los geht's. Also, ihr könnt den Song in dem Rhythmus spielen, den die Gitarre, die mitspielt, auch gespielt hat. Oder ihr spielt irgendeinen anderen. Wichtig ist nur, dass ihr die gleichen Akkorde spielt. Ich habe euch das A-Moll und das G-Dur schon gezeigt. Ich wollte eigentlich, dass meine Schwester mir das einsingt, aber sie kann über A-Moll und G-Dur nicht singen. Schade. Gut, da es aber kein Backing-Track gibt, oder zumindest habe ich keinen gefunden mit Gesang, habe ich einfach mal in den Einspielern jetzt den Song genommen, ne? Also das Originallied, und habe einfach meine Gitarre mitgespielt. Ist natürlich blöd, weil eine andere Gitarre auch mitspielt, aber soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Wir zocken das jetzt einfach mal durch. Also, ihr braucht das A-Moll und das G-Dur. Die dürftet ihr noch kennen. A-Moll, G-Dur oder so. Und das sind die einzigen, die ihr braucht. Also, ihr solltet euch vielleicht den Text mal vor Augen legen und damit ihr wenn ich den Einspieler gleich mal einspiele, damit ihr seht, ab welcher Textstelle welcher Akkord gespielt wird. Ne? Ich spare mir das, glaube ich, jetzt mal mit den Tabs hier. Das macht so früh am Anfang, braucht man nicht. Also A-Moll, G-Dur. Ihr könnt den gleichen Rhythmus spielen wie die Akustikgitarre im Song. Oder ihr spielt, wenn es wirklich jetzt euer erstes Lied ist, was ihr spielen können wollt, dann ja, sucht ihr euch entweder diesen Song, wie ich es auch gemacht habe, bei YouTube mal raus und spielt da mit dem Lied mit und übt das Umgreifen erstmal langsam, ne? Ich mache einfach mal den Einspieler, so wie ich es mir vorgestellt habe, wie ihr es am Anfang machen könnt, um das Umgreifen zu üben. Ich spiele es mal eben ein. Und so könnt ihr das dann auch machen, ne? Also ihr müsst nicht den gleichen Rhythmus spielen, wie der Gitarrist das da macht. Ihr könnt eigentlich auch immer nur auf der 1 eure Sachen spielen, ne? Das Schlagzeug gibt euch einen Takt vor, diesmal kein Metronom. Also wie ich euch sonst gesagt habe, beim Üben schön Metronom benutzen. Und aufpassen, dass ihr den Griff, wenn ihr
wisst ihr, wie ihr das A-Moll greift. Und wenn ihr jetzt auf das G umgreifen wollt, den Griff schon in der Luft formen. Ne? Also nicht erst die einzelnen Finger so ablegen, sondern formen. Deswegen macht Sinn bei dem ersten Song für euch, das als ganze Akkorde zu spielen, ne? Also als eine ganze Zählzeit. Ne? Also so jetzt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne? Das macht Sinn, weil da müsst ihr nur relativ langsam umgreifen und ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Dann habe ich euch einen zweiten Rhythmus eingespielt, der ist auch nicht original. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr die Akkorde einmal habt, ist der Rhythmus, den ihr dabei spielt, eigentlich relativ Hupe. Nur manche Rhythmen, die ihr auf der Gitarre spielt, so Offbeats oder so, die beißen sich damit im Schlagzeug. Oder das ja, hört sich nur bedingt gut an und bei manchen Liedern halt auch einfach überhaupt nicht. Ich habe dann nochmal ein zweites Anschlags. Naja, Anschlagsmuster ist gut. Einen zweiten Rhythmus eingespielt. Den könnt ihr halt auch spielen. Ne? Also wir fangen einfach mal an mit dem ersten Vers. Aber dieses ist ja überall gleich. Ne? Es ist immer das Gleiche. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Vers an. Und er fängt schon auf der, glaube ich, 4 an zu singen. Also. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair is flowing in the midwinter wind. So, und dann ist der erste Abschnitt auch schon vorbei. Und genau so wird es gespielt. Ihr spielt also, wenn ihr jetzt mit ganzen Noten spielt, zweimal das A, das A-Moll, einmal das G-Dur und dann nochmal das A-Moll. Ja? Also, nochmal. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, alone. Hair is flowing in the midwinter wind. Okay, jetzt bin ich nicht der begnadete Sänger. Muss auch nicht. Ich will nur, damit ihr wisst, worum es geht. Also bitte keinen Hasskommentar über meinen Gesang, weil ich bin eigentlich wirklich kein Sänger. Okay, also wie gesagt, ihr spielt viermal das A-Moll, zweimal das G-Dur und noch zweimal das A-Moll. So. Relativ simpel. Das Ganze macht ihr zweimal. Also, es geht ja dann auch weiter. I know not how she found me, when for darkness I was walking, and destruction lay around me, from a fire that could not win. Ne? Im Prinzip genau das Gleiche. Viermal das A-Moll, zweimal das G-Dur, zweimal das A-Moll anschlagen. Ne? So, deswegen spiele ich diese Einspieler die ganze Zeit ein, weil da könnt ihr euch immer wieder abgucken, wie ich das gemacht habe. Und ich sag mal, wenn ihr das Lied mitspielen lasst, dann ist das, ja, dann hört ihr den Rhythmus und dann geht's schon los. Ne? Wenn ihr dann schnell umgreifen könnt, dann könnt ihr es natürlich machen, wie ich den zweiten Einspieler gemacht habe. Nämlich so. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Hello. Air is flowing in the midwinter wind. Ne, also ihr könnt euch Rhythmen machen, wie ihr wollt. Ne? Oder ihr spielt halt original, wie er es in dem in diesem Live-Auftritt, den ich da gerade rausgesucht hatte, gemacht hat. Ne? Okay. Das sind die Verse und das ist immer gleich in den Versen. Immer wenn er singt, wird das so gespielt. Ne? Viermal A-Moll, zweimal G-Dur, zweimal A-Moll. Wenn ihr das halt so spielt, wie ich das jetzt gesagt habe. Ne?
Gut. Dann kommt ja noch dieses A und so weiter. Das spielt ihr dann A-Moll, A-Moll, G-Dur, A-Moll. Dann nochmal A-Moll, dann G-Dur, A-Moll. Also, ich füge es einfach mal ein. So einfach ist das. Ich will euch dieses A von mir jetzt nicht antun. Also ich spiele aber im Prinzip. So, da gibt es jetzt verschiedene Variationen, wie man es spielen kann. Ich blende die einfach mal ein. Und so einfach ist das, ne? Wichtig ist wirklich nur, wenn ihr noch nicht schnell umgreifen könnt und bitte macht es sauber, dann müsst ihr halt nur die ganzen Noten spielen, ne? Also, ich spiele es dann so langsam noch einmal vor. Soll ich singen? Na ja, komm. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. The long hair is flowing in the midwinter wind. She found me from darkness I was walking, and destruction lay around me from fire I could not win. So einfach ist das. Wenn ihr ein besserer Sänger seid wie ich, und das sind wahrscheinlich 95 0,987% der Leute, die das hier gerade gucken, dann sucht euch den Text raus und versucht, wenn ihr sauber umgreifen könnt, das auch ruhig mal alleine zu spielen und zu singen, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, ohne Schlagzeug, ohne Pipapo, ne? Ist vielleicht auch eine ganz schöne Sache. Gut. Ja, das war im Prinzip schon Lady in Black. Wirklich ein ganz einfaches Ding. Und wie gesagt, schön sauber umgreifen. A-Moll. In der Luft in Griffform. G-Dur. Und wieder zurück. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Anregungen, Fragen, Sorgen, Kritik. Alles an meine E-Mail-Adresse petti@gitar-kern.de. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Adios.